Hallo, heute ist der 16.05.2021 und ich beginne heute mal meine Radtour hier im Schlaubetal. Tja, mal gucken hier. Ja, hier ist die Gaststätte Kupferhammer. Kupferhammer. Herrlich hier, ne? Ja, da kommt man nicht ins Schlaubetal mehr rein, ist noch gesperrt. Aber die Schlaube fließt immer noch durch. Hier ist die Gaststätte Kupferhammer. Ja, auch immer schön anzusehen, die alten Backsteinhäuser, die hier in der Region stehen. Ja, und der Weg, der durchs Schlaubetal geht, ist eigentlich gesperrt. Nun muss ich mal gucken. Der ist frei. Da können wir durch. Dann werde ich den mal nehmen. Und den werden wir mal durchfahren jetzt. Okay. Das ist auch ein Gewirre von Schildern, aber sagen ja eindeutig aus. Erholt zum Ziel. 25 Kilometer. Kupferhammer rechts. Ragoer Mühle, da möchte ich hin jetzt. Und dann nach Mühlrose. Dann ist mal hier. Ja, was ich noch zeigen wollte ist, durch diese afrikanische Schweinepest sind die Wege hier neu gekennzeichnet worden. Steht ja, bitte Wege nicht verlassen, Tore schließen, also man kommt durch. Hinten ist ein Tor, muss man wieder zumachen, hatte ich glaube ich schon mal gezeigt. Hat wohl einer vergessen. Die letzte Herrentagsrunde hier, aber die war verregnet. Mittelschweres Gelände hier. Geil. Ein alter Zopf hier hinten durchs Gelände. Schlucken? Geil, oder?
Naja, man rast dann irgendwie wie ein Bekloppter durch das schöne Naturschutzgebiet hier. Aber es macht eben halt Spaß, mal so einen kleinen Trail zu fahren hier. Die gibt es hier sehr häufig hier im Schlaubetal. Kann man schön fahren. Momentan ist alles gesperrt. Dieser Weg ist nun mal ausgeschildert. Ist allerdings nicht im Kerngebiet, sondern es nennt sich, glaube ich, Puffergebiet oder so. Kann man durchwandern, kann man mit Fahrrädern befahren. Und wenn Zäune, dann sind dann Zäune da, die muss man dann auf und wieder zumachen. Aber nicht so wie bei uns da im Schlaubetal alles gesperrt ist. War nicht gewesen. Das war jetzt hier irgendwo ein Rast, Platz 8 davon. Reinkommen. Herrlich hier, ne? Ja, hier kann man wieder runter gucken. Ja. Und ja, aber hier unten fließt die Schlaube entlang. Herrlich hier. Wunderschön. Ja. Rastplatz. Ausgewiesener Rastplatz. Ja. Okay. Weiter geht's. Also der Weg ist richtig Schlaube Wanderweg. Hier geht es rechts und links hoch, aber ich möchte jetzt mal, hier geht es noch mal runter zur Schlaube. Mal gucken. Ein Trampelpferdchen hier. Ja. Herrlich, ne? Ist das nicht ein Traum? Und wenn man, ich weiß nicht, ob meine Kamera das aufnimmt, hört man einen Kuckuck ganz in der Ferne. Ach, schön hier, herrlich. Wunderschön hier. Weiter. Ja. Schön hier. Versuchen, hier jetzt den kleinsten Gang drin machen. Mal den größten, die größte Übersetzung. Und dann jetzt hier mal. Hoch. Ja, das kannst du eigentlich nur mit einem Mountainbike oder mit einem, sag mal hier, mit einem, kannst du eigentlich nur mit einem E-Mountainbike solche Sachen machen. Wenn du wieder Trails fährst, wo du früher, also kennst du gar nicht, wenn du hier hochkommst, jetzt muss ich runterschalten. Ich drehe die Räder durch. Ein
muss er ja noch ein bisschen arbeiten, mein Brose-Motor. Wo sind wir jetzt hier? Auf jeden Fall sind wir jetzt ganz weit oben. Wo kommen wir hier raus? Ja, guck mal. Das ist nicht nur irgendein Loch oder so. Nee. Das sind alles alte. Hier war mal ein Bunker. Das war früher überdacht gewesen. Oder irgendeine Behausung. Mal das mal so filmt hier. Davon gibt es ganz viele. Da drüben zum Beispiel wieder eine. Was ich noch vermute ist, weil das war ja alles sowjetische Besatzungs- oder Zone, sag ich mal, die früher hier auch Übungen gemacht haben. Vielleicht haben die ganzen Löcher gebuddelt hier. Ja, ich bin ja mitten im Wald. Ja, das haben die gebuddelt früher. Mal gucken, gehen hier ringsrum. Da hoch. Ja, und hier. Das war hier mal der Eingang gewesen. Von so einem Loch. Mal sehen hier. Siehst du? Hier gibt es. Ach. Hunderte solche Löcher. Da komme ich wieder nicht runter hier. Ich weiß es nicht. Ich war mir zu voll. Bin zu voll, das Handy anzumachen und zu gucken, wo ich hier bin. Aber ich kann mir vorstellen, dass ich, wenn ich den Weg hier lang fahre, dass ich da auch in der Ragoer Mühle rauskomme. Hier geht's zur Ragoer Mühle. Ja, quer durch den Wald. Bin jetzt ein bisschen irritiert. Also ja, bin ja quer durch den Wald gefahren, aber hier steht dran, Ragoer Mühle. Ja, mal da lang fahren, bin zu voll, mein Handy rauszuholen. So, geht hier weiter. Hier, dieses Gebiet, das, ja, wie soll ich sagen, Sumpfgebiet ist es nicht, aber das ist dieses Gebiet, was von der Schlaube mit unter Wasser gesetzt wird und fließt eigentlich mit durch das ganze Schlaubetal. Und dieses und was man hier sieht, das hatte vorher der Scharwindsee oder der Zugang zum Scharwindsee auch. Und warum das nicht mehr ist, kann ich nicht beantworten. Aber geiles Biotop hier. Das sieht schon toll aus hier. Ja, durchs eigentliche Schlaubetal kommt man nicht. Also die Seen sind noch gesperrt. Großer und kleiner Treppelsee und der Hammersee, die Zugänge sind gesperrt. Aber der Zugang vom von der Kupferhammer-Gaststätte hier rüber zur
Hier heißt die Raguer Mühle. Diese Wege sind frei und ausgezeichnet mit Schildern ausgezeichnet. Man kommt hier überall lang, auch als Wanderweg wieder ausgezeichnet. Oh, herrlich hier, herrlich, eine Scheide. Schöne Gegend hier. Ja, wenn man so sieht, vor oder zu Eiszeiten sind hier, ist hier das Wasser runtergeflossen. Ja, so sah das aus. Vor 40.000 Jahren war hier alles Eis. So, Zaun. Kann man aufmachen. Zu. Ordentlich verschließen. Hier unsere kleinen Eselchen hier. Herrlich, ne? Ist das nicht herrlich? So, jetzt sind wir an der Raguer Mühle rausgekommen. Direkt an der Schlaube. Schön hier. Überall haben sie diese Zäune hängen drauf. Ne? Wohnmobile. Tja. Raguer Mühle. Mist, hier ist er. Raguer Mühle. Schön hier. Ja, hier fließt die Schlaube. Ja, hier im schönen Schlaubetal. Hier ist die Schlaube Richtung Mirose dann hier. Und hat hier, wie auch in diesem ganzen Flusslauf der Schlaube, überall Mühlen entstehen lassen. Unter anderem auch diese Raguer Mühle. Doch Kieselwitzer Mühle, Kupferhammer Mühle und so weiter, das gibt es alles. Muss man sich anschauen. Der ist hier überall beerdigt. Der gute Paul Schenk. Naja. Familiengrab. Paul Schenk, siehst du. Dem gehörte mal das alles hier. Wann ist der Strom? 35? Das ist ja schon eine Weile her. Ne? Ja. Sachen, die man immer gar nicht so wahrnimmt. Ne? Da brettert man hier vorbei. Aber dem gehörte mal die Mühle. Und die Mühle war nicht nur eine Mühle, so wie ich das rausgelesen habe, sondern auch so eine Art Sägewerk wurde da betrieben. Zimmerei und sowas. Jetzt geht's weiter. So. Genau. Hier, total verlassen hier alles. Krass.
Schade. Bestimmt als Jägerhütte oder sowas noch genutzt. Ja. Fischerhütte. Alte Fischerhütte. Und Fischerhütte deshalb, weil hier im Schlaubetal, weiß ich, eigentlich heute immer noch, ja, da wird Fischfang betrieben. Eine Forellenzucht ist hier in der Nähe. Aber schon seit Hunderten von Jahren, sage ich mal, besteht hier im Schlaubetal der Fischfang. Das ist zu erkennen an diesen alten, wie gesagt, die alte Fischerhütte hier. Dann die, das ist eine Tradition hier, dass eben hier diese Räucher Öfen an den Gaststätten mit dran ist, wo dann eben Forellen oder Hecht oder sich Zander geräuchert wird. Und die alten Kähne, die wir oder die ich im Scharwensee mal betaucht habe, sag ich mal, die auf dem Grund liegen, die sind bestimmt 100, 150 Jahre alt oder so. Und daran erkennt man, dass eben halt hier Fischfang betrieben wurde. Und auf dem alten Treppelsee oder dem großen Treppelsee, da besteht heute noch eine kleine Fischerei. So ist das. So. Jetzt runter. Weiter zum Mülroser See. Immer am See lang. Steht auch hier dran im Mülroser See, 5,3 Kilometer, da wollen wir jetzt lang. Was will man dazu sagen? Es werden teure Elektrozäune gebaut und letztendlich machen ja die Leute, die hier durchgehen, den Zaun gar nicht mehr zu. Ja, den will ich mal zuhängen jetzt. Als umweltbewusster Mensch. Ja, naja, so ist es eben. Tja, haben wir wieder zugemacht. Kommen die Schweine nicht, ob der überhaupt geht, wer sie gar nicht, hat mich angefasst. Jetzt geht's weiter. Mal sehen. Ich will jetzt noch mal Mülroser fahren. Am See lang. Und dann. Hier über den Bahndamm drüber wegfahren. Und dann kommen wir an den Mülroser See raus. Guck mal, ob hier eine Bau ist. Eine Schranke dran, aber alles frei. Könnte man fahren, fahre ich aber nicht. Ich fahre jetzt hier runter. Jo. Und nun geht's runter zum Mülroser See. Anhalten, Kamera festmachen. Hier lang. Hier geht's durch. Wurscht, das andere ist ein Privatweg. Und da kommt man nicht mehr an den See runter. Also müssen wir uns hier durchfahren. Schwingen Sie ihn weg hier. Jetzt runter geht hier ein bisschen sumpfig, aber hier ist das hintere Ende
vom großen Milroser See zu sehen. Ja, herrlich hier. Mal da durch. Da steht es noch. Ja, wunderschön hier bei uns in der Region Schlaubetal, Land oder Spree. Herrlich. Alles klasse hier. Und rein ins Wasser. Hier vor uns die Insel, die Milroser, sagt man, die Insel vom Milroser See, so. Ah, da möchte ich mal mit dem Kanu hin. So, weiter geht es, immer am Milroser See lang und der Wanderweg, der hier auch entlang führt, kann man ja auch mit Fahrrädern befahren, das ist das Schöne. Ja, ich bin jetzt hier am Milroser See angekommen. Ja. Ein bisschen Rast machen. Haben noch ein paar Kekse mitgenommen. Aber mal hier rüber gucken. Herrlich hier, ne? So, hier haben sie so einen Baumstamm. Ein Sitz eingeschnitten worden. Dann kannst du hier so schön über den See gucken. Hier, ganz herrlich. Das ist ein Traum hier. Ein Träumchen. Ja, auch cool, ne? Der Biber fleißig gearbeitet hier, den ganzen Baum. Hier die beiden. Und hier ist er auch fleißig gewesen. Der hat da schon, ach weiß ich, der liegt schon länger im Wasser. Ja, herrlich hier, wunderschön hier. Weiter geht's. Weil es so schön war, ne? Ja, ich bin ganz entspannt.
Traum hier. Wirklich. Ja. Drehen? Das ist schön, oder? Wer sagt's denn? Alte Schule. Ja. Hier kommen wir am Campingplatz jetzt raus von Müllroser See, der aber noch geschlossen ist. Ich weiß gar nicht, wann die aufmachen. Ab Pfingsten oder so. Ich weiß, hier hinten sind ja die Dauercamper. Den Hof mit Mühe und Not. Mit Mühe und Not stimmt ja nicht. So, die Runde hat sich gelohnt. Das haben wir uns jetzt mal ein bisschen verdient. Um das mal zu zeigen, wir trinken hier natürlich Frankfurter Bier hier, ne? Sonnenschein. Zünftiges Bier. Frankfurter Bier. Ja, Weizenbier. Nach so einer Radrunde zischt das weg. Wie viel Kilometer bist du gefahren? 34 oder so. Ja, ich weiß es nicht.